Wir sind zwar noch lange nicht so weit, aber wir wollen vielleicht trotzdem schon mal einen Blick riskieren, wenn ich es überhaupt hinbekomme, diese 180 Grad. Yes, Leute, ihr habt es gesehen, gestern war die Schlüsselübergabe der Halle und heute fangen wir an. Der mit wichtigste Schritt, Schritt 1, das Parkett zu verlegen. Die Korbanlagen folgen dann in ungefähr 10 Tagen, 2 Wochen, je nachdem. Wir warten noch auf verschiedene Puzzleteile, die geliefert werden. Aber heute der erste Tag, Parkett verlegen. Let's get it. Haben wir hier. Shoutouts an Mega Slam. Vielen Dank. Ihr werdet die Korbanlagen auch noch in Benutzung sehen. Kurze Werbung für Mega Slam. Checkt's einfach ab. Beste Korbanlagen. Überkrass. Hier drin. Man sieht hier 72-inch Backboards. Rechnet mal um. 72-inch ist ungefähr übertrieben riesig, professionell krass. Hier seht ihr die Seitenauslinie. Das heißt, eine Korbanlage wird hier stehen. Mit einer Auslage von 1,40 Meter wird das Backboard ungefähr hier sein. Die andere Korbanlage kommt da hinten hin. Das heißt, wir haben einen kleinen Fullcourt und wir haben den Hauptkorb an der Wand, damit ihr Corner-Dreier ballern könnt. Von hier gibt es die Corner-Three. Corner-Three. Ja, so halt. Yes, Leute, ihr könnt sehen und ihr habt es im Video gesehen, das war der erste Tag der Miete. Gestern war die Schlüsselübergabe und heute haben wir viel geschafft. Das Parkett liegt fast überall. Es ist noch ein bisschen gefrickelt, weil natürlich die letzte Linie zugeschnitten werden muss und genau angepasst werden muss. Deswegen ist es jetzt 6 Uhr. Wir haben um 10 angefangen und dann liegt heute in einer halben Stunde, einer Stunde erstmal das Parkett. Und das ist der Anfang aller Arbeit, weil nämlich jetzt der nächste Step kommt irgendwann, das heißt das Restaurieren, Renovieren, Auffrischen, das heißt abschleifen, grobkörnig, abschleifen, feinkörnig, abschleifen, grundieren, ausbessern, spachteln, Katscher wegmachen, grundieren, nochmal schleifen, dann nochmal schleifen, dann ausbessern, nochmal schleifen. Dann kommt eine feine Lackschicht obendrauf, ein Performance Finish, damit es auch squeakt, wenn ihr die harten Breaks macht demnächst, beim Stop and Go, beim Step Back etc. Dann nochmal abschleifen, grundieren, abschleifen, polieren, schön machen und das kommt dann in den nächsten Videos auf euch zu. Das war der erste große Arbeitstag. Ich hoffe, die Eindrücke haben euch gefallen. Wir machen fleißig weiter. www.basketball-atelier.de, da könnt ihr euch fleißig eintragen und gucken, was wir hier so machen, um vielleicht auch eine Chance zu erhaschen, hier mal, aber nur mit Basketballschuhen, das heilige Parkett zu betreten. So sieht's aus, bis zum nächsten Video.